Der Krampuslauf ist kein so lustiger Tag für Kinder wie mich. Dieses Jahr war ich nicht gerade das bravste Kind von allen. Den ganzen Abend hatte ich panische Angst. Dunkelheit brach an. Ich befürchtete das Schlimmste. An meiner Haustür war plötzlich ein lautes Krachen. Meine Anspannung stieg an. Die Kinder fingen an, sich zu verstecken. Ich lief nach oben und hob die Hälfte des Bettes hoch, und da war die Bettlade. Schnell sprang ich hinein und schloss das Bett. Im unteren Stock hatte er die anderen Kinder bereits schon gefunden. Die Glocke kam immer näher. Ich zitterte am ganzen Körper. Er griff nach der Lade. Ich wachte energisch auf. Ich war erleichtert. Auf dem Weg in die Küche sah ich vom Fenster hinaus. Der Wind wehte und das Laub flog auf die Fensterscheibe. Mit einem kalten Glas Wasser war ich auf dem Weg nach oben. Ich wollte gerade die Zimmertür öffnen, als ich eine kalte Hand in dem Nacken spürte. Ich drehte mich um. Mich starrten knallrote Augen an. Er packte mich bei der Hand und zerrte mich mit. Er nahm seine Maske ab. Da merkte ich, dass es nur mein Papa gewesen war. Es war der 5. Dezember. In Kimberg war an diesem Tag der Krampuslauf. Ich fuhr mit meinem Rad und mit meinem Freund dorthin. Es stank nach Rauch und es herrschte eine eisige Kälte. Als wir ankamen, hörten wir schon die ersten Krampi-Glocken. Manche Krampi liefen auf mich zu und wollten mich mit ihren Ruten schlagen. Der Krampus machte komische Geräusche und setzte mich in die Ecke. Ich war starr vor Schreck. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte Panik und mir kamen die Tränen. Mir schoss alles durch den Kopf. Plötzlich riss ich mich los und rannte zu meinem Fahrrad. Ich fuhr so schnell, wie ich konnte. Ein paar Krampi stiegen ins Auto und fuhren mir hinterher. Das Auto holte auf. Ich fing an zu schwitzen und ein verzweifeltes Gefühl kam über mich. Ich zitterte am ganzen Leib. Das Auto überholte mich plötzlich und blockierte den Weg. Der Krampus nahm seine Maske ab und darunter war mein Papa. Ich war so erleichtert und auf einmal fiel mir auf, dass ich keine Angst mehr vor Krampis hatte. Schlussendlich fuhr ich mit ihnen wieder zum Krampuslauf und alles war wieder gut.